Übung 3 ist eine Gleichgewichtsübung für die Knie, für die Sprunggelenke und die Füße. Wir beginnen im Stand und wir verschieben das Gewicht wieder auf ein Bein. Schauen, dass wir einen guten, festen Stand haben, die Zehen locker, das Knie leicht gebeugt und wir ziehen uns aus dem Sprunggelenk, aus dem Kniegelenk und aus der Hüfte raus und versuchen erstmal hier zu stehen. Diese Übung bitte unbedingt barfuß machen. Wenn du gut und sicher stehen kannst, wenn es dir leichter fällt, dann kannst du jetzt ein bisschen Action reinbringen und dir koordinative Aufgaben stellen. Zum Beispiel mach mit dem freien Bein eine 8. Und dann nimm die gegenüberliegende Hand auf den Bauch und beginne zu kreisen. Und die freie Hand legst du auf den Kopf und fängst an zu klopfen. Und wenn es jetzt ein bisschen durcheinander geht, ist gar nicht schlimm. Ja? Ganz normal, das braucht ein bisschen Übung. Ich wechsle mal auf die andere Seite. Das Motto ist einfach nicht aufgeben. Wir ziehen uns aus Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte hoch. Der untere Rücken ist entspannt. Stellen uns auf ein Bein. Und wenn du geübter bist, dann beginne wieder die Achterkreise. Die gegenüberliegende Hand auf den Bauch. Kreisen. Und die freie Hand auf den Kopf und klopfen. Ja, einfach weitermachen, versuchen. Es geht ja hauptsächlich darum, dass du versuchst, immer wieder das Gleichgewicht zu halten. Und durch diese koordinativen Übungen machst du dir das Leben schwer. Und genau darum geht es. Jawohl, mach eine kurze Pause und dann wiederhol die Übung nochmal rechts und links.